Hallo Papa. Das hier springt ins Auge. Geheimtüren in Bücherregalen für Dummies. Ziehen Sie an dem Buch mit dem Titel Hier ziehen für Geheimtür. Steht das da echt? Wer hätte das gedacht? Oh, zieh! Los! Ziehen Sie an dem Buch. Wer hätte. Ziehen Sie an dem Buch. Ziehen Sie an. Wer hätte das. Ziehen Sie. Wer hätte. Ziehen Sie. Wer hätte. Ziehen Sie an. Wer. Wo denn? Ziehen Sie an dem. Wer hätte. Wir ziehen! Okay, wir ziehen! Zieh, Cowboy! Ich hab nur gesehen, dass man dahinter kommt. Ich wusste aber nicht wie. Das war jetzt geraten. Na, Papa. Gut, verstaut ist er schon. Was meinst du mit du, Mann, Glühwürmchen? Können wir da oben? Ja. Eine Windhose! Das wurde wortwörtlich genommen. Ich würde locker rankommen. Aber solange sie mir nicht wenigstens ein bisschen entgegenkommt, sehe ich das gar nicht ein. Da, nimm den Spaten. Ich würde locker, aber solange. Ja. Willkommen beim Flaggomat. Für Halbmast hier menschliche Asche einfüllen. Praktisch. Ach, du hast dich verschrieben. Okay. Menschliche Asse. Asche. Warte, wie heißt er noch? Der Dichter. Der Dichter und Denker. Er hat ein Klavier da, um sich das jetzt erst. Der hatte doch seine tote Mutter da. Wo mussten wir denn nochmal hin? Da unten, richtig? Können wir die vielleicht eventuell einstaubsaugen? Hey, Finger weg! Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Ja, deine Mutter brauchst du doch nicht. Du bist doch jetzt erwachsen. Entschuldigung. Warte, vielleicht geht's ja auch mit der Erde. Oder wir müssen das tauschen. Was war das? Hey, ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich... Entschuldigung, Glühwi. Tut mir leid, wie das rüberkam. Vielleicht reicht ja auch die Erde? Nein, ich meine ja schließlich Erde und so weiter besteht aus demselben wie Staub und Asche und so weiter. Wir bestehen alle aus dem gleichen Material. Vielleicht funktioniert's ja. Der Flaggomat reagiert nur auf menschliche Asche. Praktisch. Ja, müssen Sie immer jemanden verbrennen, Entschuldigung. Lüse. Was für ein bescheuertes Wort. Böse. Reimt sich auf böse. Und noch ein anderes Wort, das ich jetzt nicht erwähnen werde. Der Haken passt perfekt in diese Öse. Das jetzt dachte muss ich mir. Nur noch einen Grund finden, warum ich das tun will. Und los geht's. Haken da dran und dann da. Ich würde locker, aber so. Ich will locker da dran kommen, aber wieso sollte ich, wenn sie mir nicht entgegenkommt? Was gibt's denn hier? Ein Flusensieb! Ist das doch nicht etwa ein Flusensieb? Es scheint zu diesem Flaggomat da zu gehören. Oh, können wir es mitnehmen? Nein! Nur fürs Protokoll. Ich tue das nicht, um hier sauber zu machen, ach sondern so, um die Saugleistung des Handstaubsaugers zu testen. Zim. Magere Ausbeute. Von solchen Flusen habe ich genug in meinem Mantel. Und warum staubsaugst du den nicht auch einfach mal aus? Vielleicht reicht's ja jetzt. Der Flaggomat praktisch. Ich habe eigentlich keine Beziehung zu Putzwerkzeugen. Andererseits mag ich kleine technische Gadgets, die mehr Lärm machen als nötig. Wie ich praktisch. Nein, nein, nein. Ich meine, das ist jetzt nur eine Vermutung. Jeder Typ hat irgendwann mal eine Beziehung mit einem Staubsauger angefangen. Entschuldigung.
So. Spaß beiseite, jetzt kommen wir. Wir müssen noch dieses verdammte... Ich habe vergessen, was für ein Vieh es war. Dichter. Das Erdmännchen. Erdmännchen? Erdmännchen. Besiegen. Allerdings weiß ich nicht, wie das gehen soll. Hi, Grazie. Schönen guten Abend. Ich hatte es mir irgendwo aufgeschrieben, wie das gehen soll. Wo ist denn das Teil hin? Hallo? Wo ist denn das Netz hin? Weißt du was? Leck mich. Ja, ich gebe zu schnell auf. Ich weiß, ich habe Kopfschmerzen. Was? Aber der Klügere. Was geht ab? Klar, der Boden muss doch schließlich sauber sein. Können wir den Opi eigentlich nochmal ärgern? Joho, wir haben das Erdschnabeltier-Ei. Das können wir eigentlich direkt in die Kühltruhe packen. Das ist das Einzige, was ich noch weiß. Was geht ab? War dir klar mit dem Spruch, den ich sagte mit dem Staubsauger, dass ich Scary Movie gesehen habe, oder was? Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. Fehlt Hi. Nur noch die Erde. Achso. Laut Fibel brüten... Jetzt fehlt nur... Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. Soweit, so gut. Schlüpf. Na, wirklich, ja, ist das? Abububububububu. Na, holla. So jung und schon so angriffslustig. Entschuldigung, ich habe mal eben das Rollo zugemacht. Ja, Scary Movie 1 ist auch der beste Teil von allen. Ich kenn's da nur bis 3. 4 kenne ich nur szenenweise. Aber egal. Komm, Schnabli, Schnabli. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Wie eine kleine Raubkatze, Entschuldigung. Das musste jetzt sein. Das haben wir. Lenk nicht immer ab. Wovon denn bitte? Wovon soll ich nicht ablenken? Erdschnabeltiere schlüpfen beim ersten Bodenfrost im gefrorenen Erdreich. Haben wir. Mist, ich kann doch unmöglich den Wintereinbruch abwarten. Wie kommt's eigentlich, dass wir alle 4 Eier haben? Ich meine, wenigstens hat Rufus jetzt überhaupt Eier, aber... Woher haben wir die, wenn wir nur 2 in der Tasche haben jetzt nur noch, oder? Das müssen wir irgendwie runterschmeißen. Seltsame Illustration. Entweder wusste der Künstler nicht, was ein Kescher ist, oder wie man ordentlich zeichnet. Oder er hat das Wort Windhose zu ernst genommen, um witzig zu sein. Feuerschnabeltiere schlüpfen in loderndem Feuer. Ja, das wir brauchen nur noch Feuer. Ein angeborenes Gespür für dramatische Auftritte. Phönix aus der Asche. Du machst bitte was, Glüh? Ich meine, wenn du mich verlassen willst, nicht mehr mit mir reden willst, schon okay. Keiner ist gezwungen, hier zu bleiben. So schön viel Pot... Ist dann halt so. Würde ich ja, aber sie ist aus. Ja, wie kriegen wir die an? Na du? Suchst du was? Wie kriegen wir Feuer? Da, wir haben nur 2 Eier. Ach so, okay. Ah. Ein neues Wort gelernt. Vielen herzlichen Dank. Das kannte ich noch nicht. Das Wort zikieren. Vielen herzlichen Dank. Man lernt nie aus. So. Nicht singen. Ich brauche einen verdammten... Vielleicht geht's ja auch damit.
Laut Fibel brüten Wasserschnabeltiere ihre Jungen im Maul von lebendigen Zebrafischen aus. Vielleicht geht ja auch der Fisch. Dass ich das auch irgendwie einfacher hinbekomme, aber ich lasse es lieber nicht drauf ankommen. Da steht, es gibt nur eines dieser Art pro Generation. Vielleicht kommen wir ja jetzt an den Fisch. Ein langweiliger Typ mit einem noch langweiligeren Hobby. Es ist entspannend. Würden die Fische nicht ständig abhauen. Bei euch in Österreich kennt das jeder. Ach so, okay. Wo ist denn jetzt dieser berüchtigte Superköder? Ich wollte ihn gerade holen. Dann mach das mal. Ich bin schon dabei. Schön. Und jetzt? Kusch. Was hatten wir das letzte Mal benutzt, damit wir den Zebrafisch bekamen? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht klappt's ja jetzt. Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Das sieht tatsächlich nach einem echten Köder aus. Ist es Na auch. Gut, vielleicht weißt du doch, wie man angelt. Du kannst dir einen Tigerfisch nehmen. Es ist aber kein Zebrafisch. Hey, bleib stehen. So ein Käse. Wir brauchen einen Zebrafisch, keinen Tigerfisch. Beide Tiere am Streifen, das ist schon richtig. Schönen guten Abend, Jerry. Huhu nochmal. Wo ist der Huhu nochmal. Schön. Und jetzt. Kusch. Kann ich den. Die Idee war bereits lahm, bevor die Beruhigungspillen ins Spiel kamen. Ich wollte gerade fragen, ob man ihn präparieren kann. Dankeschön. Das habe ich mir bereits geangelt. Entschuldigung. Ich rate gerade. Das ist grade. Schon wachsig. Nemo. Bitte was? Das ist schon wachsig genug. Nemo an mich. Gebrauchte Wattestäbchen nicht lose im Mantel aufbewahren. Nee, vor allem nicht gebraucht, bitte. Ich hätte schon fast alle Komponenten für eine Angel zusammen. Chaos in Graz. Ist bestimmt interessant, Chaos in Graz, oder? Können wir das vielleicht... Was, wenn wir das Ei... Ich finde doch immer den Haken. Meistens steckt er in meiner Fingerkuppe. Nicht im Fuß? Was, wenn wir das Ei ihm geben? Hängt er es dann Was an die Angel? Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Ich bin nämlich sehr wohl ein Angler, wenn's recht ist. Bist du nicht. Zum Angeln braucht man nämlich ein Gehirn. Und mit einem Minimum an Gehirn wüsstest du, dass das alles Mögliche ist, aber kein Köder. Wieso sollte es nicht funktionieren? War das das falsche Ei? Nö. Was soll das denn sein? Was meinst du? Bis zum Mund mit... Es sind Was? Ziemlich kein Vergleich. Was, wenn wir das Ei einfach da reinpacken? Das habe ich mir bereits geangelt. Das hast du nicht das geangelt. Das habe ich mir bereits geangelt. Es sind ziemlich kein Vergleich. Hakenglas. Das habe ich mir bereit. Nicht ein Hackenglas? Das habe ich mir bereit. Ach, Mann. Nicht singen! Welche Goal ist es gerade? Ich weiß es gerade nicht. Da sind die Disketten. Wir brauchen die Baby-Goal. Das ist so geil. Da warst du wieder mal kurz weg. Nicht wirklich. Wie schön. Das ist so süß. Oh, Rufus. Rufus. Kommst du voran? Ich habe Schwierigkeiten. Vielleicht können wir mit ihr über die anderen Goals reden. Vielleicht muss sie einfach mal in den Arm genommen werden. Ich glaube, dann haut sie mir eine rein. Ich habe Schwierigkeiten, Krawallgold zu überzeugen. Vielleicht muss sie einfach mal in den Arm genommen werden. Dann haut sie mir, glaube ich, eine rein. Es ist irgendwie schräg, mit einem Drittel deiner Persönlichkeit über die zwei anderen Drittel zu reden. Stimmt. Das ist sogar ganz schön verrückt. Noch verrückter ist, wenn man das intern macht. Also in sich selbst. Ich habe Schwierigkeiten. Vielleicht muss sie einfach mal in den Arm genommen werden. Schon. Ich glaube auch an mich. Nicht, aber egal.
Hier, willst du einen Staubsauger haben? Ich erzähle dir später. Erst ein. Nein. Hi, Gulliver. Hi. Fisch. Ein neuer Kunde. Herzlich willkommen in Gullivers Gully. Ich bin. Gibt's nur Gulliver. Da Gullivasser da? Wenn du da? Die Toiletten benutzen willst, sag bitte vorher bei mir Bescheid. Dann bekommst du von mir den Schlüssel, die Taschenlampe und das Anti-Wolf-Spray. Ich war schon drin. Sollte ich mir Schäden, jetzt Sorgen machen? Die Erdnüsse von der Theke entstanden sind. So, was kann ich für dich tun? Wir haben mit dir noch gar nicht geredet. Das ist mir gerade mal aufgefallen. Gullivers Gully klingt aber nicht besonders einladend. Meine Kundschaft ist es nicht gewohnt, irgendwohin eingeladen zu werden. Wer würde auch Diebe und Schmuggler zu sich einladen wollen? Oder Leute. Wir vertreiben sie wieder. Schleimhautentzündungen. Wenn du ein einladendes Ambiente suchst, dann gehst du besser. Und deswegen gehe ich so ungern in Restaurants rein. Ich hätte die ein oder andere Frage zu deiner Stammkundschaft. Ach, bist du eklig, lass das! Was sind denn das für Leute, die sich hier so rumtreiben? Naja, Gesocks und Gesindel halt. Diebe, Halsabschneider, aber die gute Sorte. Im Moment ist. Was ist denn mit der schlechten Sorte? Was ist mit denen? Zeit immer. Außer deinen Leuten ist nur noch Nod da. Er gehört zum unorganisierten Verbrechen. Ich glaube, er ist hier, weil sein Bruder Wink heute das erste Drittel der vorverlegten 5-Uhr-Schicht übernommen hat. Aber wie du. Der vorverlegten 5-Uhr-Schicht. Die Pläne des unorganisierten Verbrechens etwas undurchsichtig. Dann also wurde sie auf 2 Uhr verlegt, oder was? Was spielt er denn? Schnick, Schnack, Schnuck. Und wir haben gewonnen. Dein gefährliches Gesindel spielt Schnick, Schnack, Schnuck? Ein sehr schwieriges Spiel. Nicht nach einem Spiel für harte Kerle, aber die Einsätze sind hoch. Und sie spielen ja, Finger. Mit gezinkten Fingern. Habt ihr gar keine Probleme mit dem Organon? Es kommt mir so vor, als würde hier jeder machen, was er will. Und so ist es auch. Die Beamten lassen uns hier in Ruhe. Wer macht nicht, was er will? Und die Magnetbahnroute läuft an der Küste entlang. So ist der schwimmende Schwarzmarkt überhaupt erst entstanden. Wir sind immer da, wo der Organon nicht hinguckt. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, dass es nicht mehr lange so bleiben wird? Dann würde ich sagen, geh zu Janosch und seinen Widerstandsschwätzern. Nur Idioten glauben an diesen Verschwörungsquatsch. Aber es ist so. Kennst du Captain Boso? Klar, er legt hier ja regelmäßig an. Ich glaube, er hat Ach, das er ist öfter hier. Des Waffenladens in Klein-Venedig ja. am Laufen. Ja. Sie bricht keine Herzen, sie perforiert sie mit einem Repetierlaser. Und mit dieser Furie. Was ist ein Repetierlaser? Ich kann mir kaum vorstellen, wie das funktionieren soll. Ernsthaft, was ist ein Repetierlaser? Wie war das gleich mit Bosos? Ich glaube, sie bricht. Und mit diesem. Ich kann mir kaum vorstellen, wie das funktionieren soll. Was? Wie war das? Ich glaube, er hat was mit der Besitzerin des Waffen. Sie bricht keine. Und mit dieser. Ich kann mir kaum vorstellen, wie das funktionieren soll. Ach so, ja. Was kannst du mir über das unorganisierte Verbrechen erzählen? Komm, so ein paar Mal müsste doch alles wissen. An deiner Stelle nicht anlegen. Zu spät, wir sind Mitglied. Und gefährlich. Wenn du mehr wissen willst, fragst du am besten Nord da drüben. Haben wir das schon? Repetiergewehre, das sind doch so entweder automatische oder halbautomatische, oder nicht? Was ist das für eine Untergrundbewegung, von der du sprachst? Naja, Untergrundbewegung ist reichlich hochgegriffen. Garlef trifft sich mit seinen Freunden Janosch und Liebold regelmäßig im Keller von Janoschs Mutter. Das ist ein Witz, oder? Ja, nein. Und die Pointe ist ihr Anführer Janosch. Er hält sich für eine Art Freiheitskämpfer. Und wir sind viel besser als er. Bewegung? Wie aufregend. Dieser Janosch klingt wie ein echter Held. Wir waren doch schon da. Er klingt eher wie ein idiotischer Dummschwätzer. Das war's fürs Erste. War ja auch genug. Ganz schön schummrig hier. Freu dich doch. Die wenigsten meiner Stammgäste sind ein schöner Anblick. Aber wenn du das hier schon dunkel findest, dann warte mal ab, bis der Generator wieder streikt. Ja. Passiert das öfter? Leider. Es ist die salzige Luft. Die ist wie Zucker im Tank. Paradox, nicht wahr? Da ist es. Aber wie funktioniert das denn dann in Laserform, wenn das so ist? Also sind das wie, praktisch wie diese, wie die Waffen, die sie beim Biathlon benutzen, richtig? Sind das auch Repetiergewehre? Ein Drink bitte. Hast du Geld dabei? Dachte ich's mir. So wie du rumläufst. Warum sagen das immer alle? Auch mit... Komm wieder, wenn du Geld hast. Für Durchreisende lasse ich nichts anschreiben.
Auch mit Gelump könnte man Geld dabei haben. Ein Drink für die Lady, bitte. Es ist so lieb von dir. Nicht wahr? Du bist wirklich der Beste. Das stimmt. Aber ich trinke nur Milch. Milch haben wir hier nicht mehr. Meine Finger sind einfach zu dick für Schnabel. Vielleicht sollten wir das nochmal machen für die Krawall-Goll? Ich glaube, die Krawall-Goll hatte hier was getrunken, richtig? Was gibt's auf dem schwimmenden Schwarzmarkt noch alles zu sehen? Sag jetzt bloß nicht, du bist ein Tourist. In dem Fall gehst du besser in die Oberstadt. Vorausgesetzt, sie lassen dich da rein. Downtown ist für Schmuggler, Hehler, Spieler und Piraten reserviert. Wenn du was Besonderes erleben willst, empfehle ich dir das Schnabeltier-Bataka in der Arena auf dem Markt. Die Kämpfe finden allerdings nur statt, wenn sich zwei Streithälse in die Wolle bekommen. Wie war das gleich mit das Das klingt irgendwie gefährlich. Wow, du hast darüber müssen wir sprechen mit der Krawall. Bis spät. Komm wieder. Moment.